guten Sonntagmorgen. Hier ist es heute ungewöhnlich still. Land kann ja auch ziemlich laut sein, aber heute ist es sehr ruhig. Sir James hat schon ein Reh gesehen, weshalb er unruhiger ist, wie man sieht, und Ausschau hält, ob es nicht doch noch mal vorbeischaut. In dieser Woche hat mich ein Kollege gefragt, was ich für meine Self-Care tue. Zu meiner Self-Care gehört der Sonntag. Ich finde es eine geniale Erfindung Gottes, dass er in den 10 Geboten gesagt hat, du sollst den Feiertag heiligen. Also nicht nonstop durcharbeiten, sondern Zeit für heilige Unterbrechung, mindestens einmal pro Woche. Mir gelingt es nicht immer. Heute habe ich auch noch einen Text zu schreiben, aber ich versuche das mit Unterbrechungen zu tun und genüsslich. Zum Beispiel mit dem Sonntagsfrühstück, das zu Hause auf uns wartet. Die evangelische Theologin Dorothee Sölle hat über den Feiertag geschrieben: Du sollst dich selbst unterbrechen. Zwischen Arbeiten und Konsumieren soll Stille sein und Freude. Zwischen Aufräumen und Vorbereiten sollst du es in dir singen hören. Gottes altes Lied von den 6 Tagen und dem einen, der anders ist. Das verlangt nach einem Lied und ich habe eins ausgesucht, in dem der Mond vorkommt. Wo ist er? Hier, der abnehmende Supermond und die Sonne, die hier dann aufgehen wird. Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der es Tag und Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die Welt und was drinnen ist erhält. Seid behütet einen gesegneten Sonntag. Hier kommt nochmal Sir James und die Richtung, in der die Sonne für euch aufgeht.